So, der SWR ist jetzt da drin und jetzt haben wir hier abgefilmt und jetzt fahren wir auf die Baustelle und da geht's dann weiter. André, jetzt war es dein erster Dreh heute für uns. Ja. War es schlimm? Nein. War es anders? Ja, es war aufregend. Ne? Also, ja. Habe mich erstmal gefreut, dass ihr da wart. Konnte die Nacht nicht schlafen. Habe mir so ein paar Szenen vorgestellt, wie es ablaufen könnte. Aber bin froh, dass es geklappt hat. Also, was hast du dir vorgestellt? Na, wie wir uns unterhalten. Das geht dann im Kopf, was kannst du mir für Fragen stellen? Wie kann ich darauf antworten, dass ich da richtig antworte, dass wir nicht immer alles nochmal filmen müssen, weil wir bei der Tapete halt keine Auszeit uns nehmen können. Wir müssen ja die Wand tapezieren. Ne? Also ich fand es super spannend und ich finde auch, dass es sehr gut war, bei uns heute das zu zeigen, weil es schnell geht und ein großer Effekt ist. Ja. Und das ist ganz gut gemacht. Sehr schön. Und übrigens ist das die Sibylle Möck, die Moderatorin von der SWR Landesschau. Ja, und der André ist bei uns zu sehen ab dem 27. April. 27. April, genau. In der Landesschau, 18.45 Uhr im SWR-Fernsehen. Da kommen vier Folgen. Ja, wir fangen an mit der Wand, dann geht es weiter zum Streichen, zum Ölen und Lackieren von Holz. Ja. Und dann noch eventuell zur Fassade. Da wird sie aus dem YouTube-Kanal also ein paar Sachen rausziehen und eventuell kommt ihr nochmal mit zu einer Fassade, die wir machen. Und das Thema interessiert euch ja auch und da wird der SWR auch dabei sein. Sehr schön, freue mich. Ja, machen wir jetzt Mittag. Machen wir Mittag. Tschüss. Liebe Freunde, es ist vollbracht. Also vielen Dank, dass ihr da, der SWR erstmal, vielen Dank, dass ihr da wart und mir die Möglichkeit gegeben habt, mal einen Einblick zu bekommen bei euch in die Arbeiten und dass ihr hier auf meiner Baustelle die Tapete mit tapeziert habt. Und vielleicht bringen wir damit auch nochmal das Handwerk, das Malerhandwerk und generell das Handwerk ein Stück weiter. Die Tapete ist jetzt fertig, die ist super getrocknet. Ich hatte jetzt auch unten noch ein bisschen Boden gelegt für das Fernsehen. Ja, alles in allem ein glücklicher und erfolgreicher Tag heute Montag. Wahrscheinlich der letzte schöne Tag in dieser Woche, es soll ja regnen. Aber das ist auch gut so, das brauchen wir draußen. Ja. Ich möchte mich einfach bei euch bedanken fürs Zuschauen. Vielleicht habt ihr eine Kleinigkeit mitnehmen können, denn mir war es nicht möglich abzufilmen, denn machen wir so, dann müssen wir nochmal so, Kamera so und so. Alles heute für den SWR gewesen. Und eben Wichtigkeit war, die Tapete für den Kunden ordentlich zu tapezieren. Die ist wirklich schön geworden. Echt toll. Jetzt kann das Schlafzimmer fertig gemacht werden. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen aufräumen, dass das alles für morgen wieder mit Vollgas vorangehen kann. Dann bin ich hier in zwei Tagen fertig. Da kommt ja noch das Video dazu, um hier ein bisschen mal zu zeigen, was ich hier so nebenbei ein bisschen gearbeitet habe außerhalb der Küche. Denn von dieser Baustelle handelt auch das Küchenvideo. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns und hören uns beim nächsten Video, wenn es wieder heißt, hier ist euer Malermeister Almatina. Vielen Dank dafür und bis bald. Ciao.